Unsere Serie Zeig uns deine PV, jetzt erweitert um Zeig uns dein Energiekonzept. Wir sind unterwegs in Schleswig-Holstein im Kreis Segeberg. Es ist lausig kalt und dunkle Wolken sind um uns herum. Wir hoffen trotzdem, dass wir es ohne Regen schaffen heute. Und Wir sind heute beim Armin. Hallo. Armin. Ja, schön, dass ihr da seid. Ja. Ich freue mich. Ja, wir freuen uns auch, dass wir hier sein dürfen. So mal von Angesicht zu Angesicht mal kennenzulernen und so. Also ich kenne dich ja schon sehr gut, ja. Ne, aber ihr uns den Platten noch nicht. Und das werden wir heute ein bisschen ändern, ja. Das ist immer spannend an der Serie. Man kennt uns, wir kennen aber die andere Seite noch nicht, aber es ist super spannend. Und noch ein kleiner Hinweis, Armin, wann hast du uns angeschrieben? Das war 2020. Ja. War das ungefähr gewesen. Ja, also vor 3-4 Jahren schon, als die Serie gerade startete. Genau. Du warst einer der Ersten. Du wohnst quasi um die Ecke. Trotzdem haben wir 3 oder 4 Jahre gebraucht, um hier vorbeizukommen. Ja. Gebt nicht auf. Wir versuchen alle zu besuchen, egal ob nah oder fern. Die Energiekonzepte wollen wir uns alle angucken. Ja. Und heute haben wir es bei dir endlich geschafft. Ja. Ja, Armin, erzähl mal, was haben wir denn bei dir? Was kriegen wir heute zu sehen? Ja, also wir haben 2007 haben wir das Haus saniert mit einer PV-Anlage, mit einer Solarthermie-Anlage. Solarthermie erstmal. Mit einer Pelletsheizung. Mhm. Ne? Und die damalige Preise von Wärmepumpen, Luft-Wasser-Wärmepumpe gab es da noch nicht. Hattest du dich schon informiert damals in die Richtung? Ja, Erdwärmepumpe. Ja. Aber die waren unbezahlbar. Mhm. Mhm. Und in dem Zusammenhang mit der Solarthermie und mit der Pelletsheizung haben wir dann auch das Dach neu saniert und die Fenster und Haustür halt neu saniert. Ja. Ne? Und das war so ein Rundumschlag damals vor fast 17 Jahren. Das Haus habt ihr schon länger? Das Haus haben wir seit 2001. Und es steht hier seit? 69, 70, also richtig so das, was man unter Bestandsbau in Deutschland versteht. Damals wurde ja viel gebaut in den 60er, 70er Jahren und viele von den Häusern stehen heute noch und jetzt ist halt die Frage, wie kriegt man sie energetisch in die Zukunft? Ja. Und das gucken wir uns heute bei dir an. Ja. Wir haben uns damals hier für diesen Ort entschieden, weil eben halt auch das Grundstück relativ groß war und bezahlbar war und das Haus eben halt auch nicht zu groß war. Weil das spielt da letzten Endes im Energiekonzept auch mit eine Rolle. Richtig. Und demzufolge hat es uns dann damals hierher verschlagen. Ne? Mhm. Was heißt nicht so groß? Wie viel Quadratmeter habt ihr insgesamt? Ich habe das mal letztens ausrechnen müssen wegen der Anschlussfinanzierung. Mhm. Und war dann das Haus trotz schon kleiner gewesen, als ich es eigentlich gekauft hatte. Und somit haben wir so circa 115, 120 Quadratmeter Wohnfläche. Mhm. Ne? Plus voller unterkellert. Ja. Und das kommt auch noch obendrauf. Also Wohn- und Nutzungsfläche haben wir dann so ca. 140, 150 Quadratmeter. Ja, das ist ja nicht so klein. Ja, aber die Abmaße selber sind nur 8,30 Meter mal 8,40 Meter in den Außenlängen. Ja. Ne? Also viel größer ist das nicht. Stichwort Größe deiner PV, da kommen wir auch noch drauf. Ist dem ja auch ein bisschen geschuldet. Mhm. Aber vorher noch so deine Lebenssituation. Ihr seid jetzt zu zweit. Wir sind jetzt zu zweit hier im Haus. Vorher waren wir teilweise zu viert. Ja. Und dann hat sich das dann sukzessive ist der eine oder andere dann rausgezogen. Mhm. Und und jetzt vor einem halben, dreiviertel Jahr ist dann die letzte Tochter dann ausgezogen und seitdem sind wir alleine. Da verändert sich natürlich das Energieverhalten auch so ein bisschen, ne? Ja. Kannst du das schon feststellen? Ja, so ein kleines bisschen. Also Wasserverbrauch auf jeden Fall. Ja, klar. Ne? Und durch das Elektroauto verschmilzt das alles so ein bisschen ineinander rein, so dass man sagen kann, okay gut, sparst du da jetzt großartig was oder nicht? Das kann man jetzt so nicht sagen. Ne? Nee, ne? Ja. Aber wir hören schon, deine Sektorenkopplung ist schon weitestgehend vollzogen. Du hast früh auf Pelletheizung gesetzt und Solarthermie. Ja.
Was kam als nächstes? Da kam größerer zeitlicher Abstand dann, ne? Ja, also die eigene Lebenssituation mit meiner neuen Partnerin hat sich zwischendurch noch verändert. Ja. Ne? Zwischenzeitlich stand da sogar noch ein Hausverkauf an, aber das ist dann zum Glück noch abgewendet worden quasi. Mhm. Und da sind wir auch ganz froh drüber. Mhm. So, und dann ging das im Teil 2018, haben wir uns dann informiert, wollten wir eigentlich eine Terrassenüberdachung haben? Ja, die ist nicht geworden, wie wir sehen. Die ist bis heute nicht geworden. Und bei der Recherche ist es jedenfalls so gewesen, dass die unterschiedlichen Anbieter haben dann damals schon viele mit Solarmodulen quasi ihre Dächer dann praktisch vorgestellt. Okay. So, und da bin ich dann eigentlich drauf gestoßen und das sieht ja auch niedlich und nett aus. Mhm. Und bei der Recherche selber ist dann nachher die Terrassenüberdachung immer mehr im Hintergrund geraten, so dass ich dann nachher nur noch recherchiert hatte in Richtung PV-Anlage und Energiesystem, weil auch da der Strompreis sukzessive teurer geworden ist. Ja. Und dann habe ich mir dann 2018 vier Angebote dann eingeholt. Ja. Die waren dann alle hier und haben ein Konzept erstellt. Mhm. So, und letzten Endes war es das nur, dass ich noch nicht so richtig mir schlüssig war, mache ich mit Speicher oder ohne Speicher. Ja. So, und demzufolge hat das Ganze dann nochmal ein Jahr lang geruht. Ein Jahr lang? Ja. Dann habe ich mir nochmal ein bisschen Lektüre dann besorgt und nochmal gelesen und im Buch dann angemarkert, auf was man dann richtig achten soll. Mhm. Ja, da gibt es so einige Dinge, wo man nicht halt drauf achten soll. Mhm. So, und dann nochmal genau aufgeschrieben, was unsere Grundlast ist, über den Tag gesehen. Ja. So, und dann haben wir dann 2019 dann uns einen hiesigen Solateur dann praktisch nochmal, der uns damals dann schon ein Angebot gegeben hatte, angerufen und gesagt, ja, du kriegst von uns jetzt ein Budget vorgeschrieben und da stell uns nochmal ein Konzept und dann darfst du es gerne bauen. Mhm. So, und das war 2019. Nach welchen Kriterien habt ihr euch für den entschieden? War es der Preis oder war es auch so das Gesamtauftreten, das Konzept? Der hatte die richtigen Komponenten gehabt. Okay. Ne? Also ich wollte einen Hybridwechselrichter haben. Ja. So, und dann auch einen Speicher. Mhm. Und wir haben jetzt einen BYD-Speicher unten im Keller. Mhm. Und in Verbindung mit dem Wechselrichter von Kostal haben wir einen. Den Plenticore Plus, damals auch eine neue Serie. Mhm. Und der arbeitet mit dem Speicher sehr, sehr gut zusammen, was die Verluste angeht. Ja. So, das ist ein gutes Konzept gewesen. Und das hat er mir nochmal genau erklärt und demzufolge hat er mir das dann erstellt und mit dem Monitoring, wie man das dann halt auf dem Computer oder auf dem Handy dann sehen kann, ist das das Richtige gewesen. Ja. Und wie gesagt, ich bin da vollkommen überzeugt von und begeistert von und ich hätte das nicht gedacht, dass das so gut funktioniert, auch jetzt bei bewölkten Himmel, hast du ja dieses diffuse Licht, wo du trotzdem eben halt sukzessive den Speicher auflädst für den Abend- und Nachtbereich. Dann, ne? Ja. Viele denken ja immer, wenn die Sonne nicht scheint, dann liefert die PV nicht. Nein, das ist so nicht. Also ein Anteil hat sie schon und je größer die PV natürlich ist, desto größer ist natürlich auch der Anteil, der dann da auch bei diffusem Licht kommt. Genau, ja. Ne? Ja. Und du hast gesagt Monitoring. Wir hören ja zurzeit, dass bei Costa so ein paar Probleme sind im Portal. Hast du das auch oder ist das, betrifft dich das nicht? Ja, wir kriegen da regelmäßig dann, werden wir informiert, dass das dann quasi im Update ist. Ja. Und aber momentan habe ich dann noch nichts jetzt gemerkt aktuell. Mhm. Aber damals, als die ersten Reparaturmaßnahmen durchgeführt worden sind, da hat man es dann schon gesehen oder gemerkt. Aber das ist in dem Moment dann auch nicht so schlimm, man weiß es. So, und man kann auch unten am Wechselrichter gucken, was passiert jetzt gerade. Und die Daten werden dann nachher im Portal danach geliefert und dann war es das. Jetzt sehen wir die Anlage im Hintergrund. Du hast eine wunderbare Südausrichtung. Ja. Das heißt also, Norddach wird sich bei dir auch wegen der Steilheit wahrscheinlich überhaupt nicht lohnen. Habe ich kurzzeitig schon mal überlegt, ist aber nicht so, dass die Überlegung jetzt da.
Also wenn da nochmal die nächste Erweiterung kommt, dann werde ich nochmal versuchen, eine Terrassenüberdachung zu machen. Ja. Mit den Glas-Glas-Modulen. Und je nachdem, man kann sich das ja aussuchen, inwieweit die Abstände sind von den Solarzellen, wie groß denn die Verschattung sein soll. Ja, genau. Oder ob man mehr auf Leistung gehen möchte. Und dann kommt auf jeden Fall dann nochmal was dazu. Ne? Ja, okay. Und das ist, ja. Ja. Du hast hier alle Möglichkeiten, du hast keine Verschattung, du kannst also auch noch niedriger mit der PV quasi Terrassenüberdachung. Ja. Haben wir auch schon mehrere Videos gedreht, wo wir Leute mit Terrassenüberdachung besucht haben. Ja, ja. Ist natürlich ein bisschen kostspieliger, aber bringt natürlich auch immer was, vor allen Dingen bei dir hier. Ja. Jetzt, gut, die Terrassenüberdachung wird dann natürlich dann auch über die gesamte Breite, sodass sich das dann auch lohnt, praktisch von den Modulen her, von der Leistung her und von der Verschattung her, dass ich dann mindestens 3 oder 4 Kilowatt dann noch dazu bekomme. Ne? Ja. So, ne? Jetzt gucke ich mir das Dach an und man sieht ja noch freie Südfläche, die noch nicht belegt ist. Ja. Wie kommt es denn dazu? Ihr seht schon das Grinsen. Naja, es ist ja so, dass es muss alles bezahlbar sein. Ja. So, und dann muss man sich einen Taschenrechner rausholen und dann muss man gucken, was ist sinnvoll und was ist finanzieller Nonsens. Und du sagst zwar immer, mach die Dächer voll. Ja. Ja. 2019 waren wir aber noch nicht so tief in dem Thema drin und auch noch nicht so mit der Elektromobilität, sodass wir gesagt haben, so und so viel wollen wir jetzt dafür investieren. Ja. Und danach hat der Solateur das dann praktisch erstellt und dann ist eben halt die Größe auch vom Aussehen eben halt so geworden, dass eben halt dort oben noch 2 so eine kleine Ecken frei geblieben sind. Mhm. Ne? Ja. Das ist jetzt eben halt so im Nachhinein. Sage ich mir auch, okay, gut, du hättest da noch 2 oder 4 Module aufbauen lassen können. Aber das ist jetzt eben halt nicht so. Na, gut, vielleicht ändere ich das auch mal irgendwann im Zuge mit der Terrassenüberdachung, dass ich da dann nochmal 2 oder 4 Module raufbaue. Aber das wird die Zukunft dann nachher sehen. Ne? Natürlich, ja. Wir kommen ja noch zum Thema Heizung. Ja. Ja, das ist ja noch ein Thema, worüber wir sprechen. Genau. Ich vermute, die hätten auch gar nicht daneben gepasst, so wie es jetzt aufgebaut ist. Du hättest wahrscheinlich dann weiter rüber gehen müssen oder querlegen oder so. Also die Optik wäre dann schon ein bisschen unterbrochen worden auch. Das ist das wohl gewesen, was wohl die Summe dann in die Höhe getrieben hätte, sodass ich die Amortisation praktisch verlängert hätte. Ja. Ne, ohne, dass da jetzt ein wirtschaftlicher Aspekt dann da sich für uns gerechnet hätte. Ne? Wahrscheinlich, weiß ich aber nicht. Bedeutet, du hast jetzt wie viel Leistung auf dem Dach liegen? Das sind 16 Module mit 320 Kilowatt Peak seinerzeit. Ne, diese Half-Cut-Technologie. Wattpeak. Wattpeak. Kilowatt Peak, das wären super Module. Ja, vielleicht kommen die noch irgendwann. Ja. Ne, aber insgesamt sind das dann halt nur 5,12 Kilowatt Peak. Aber wenn du einen richtig guten Tag hast, dann sind das so 30, 33, 34 war mal, glaube ich, die Spitze, die sie dann am Tag herstellt. Ne? Okay. Also, Kilowatt schon. Ja. Ne? So, jetzt ist doch das passiert, was zu erwarten war. Es fängt an zu regnen. Der April ist ein echter April. Deshalb wechseln wir jetzt mal nach drin und machen da für euch weiter. Es kommen sogar schon Hagelkörner runter. Also, ab nach drin. Ja, mit der Terrassenüberdachung hätten wir jetzt draußen weitermachen können. Ja. Leider ist sie noch nicht da, deshalb sind wir jetzt in den Keller gewechselt und hier haben wir die ganze Technik. Du kannst ja einmal kurz einen Rundblick geben, was haben wir denn hier eigentlich? Ja, also der Hauptdarsteller ist natürlich der Wechselrichter von Kostal. 5,5 Plenticore Plus heißt er. Und mit 3 Strings insgesamt, also Anschlussstrings. Angeschlossen selber sind aber nur 2. Quasi einmal ein String von den Modulen selber und da ein String für den Speicher. Und ein dritter wäre noch frei und ein dritter String oder zweiter String von oben liegt auch schon hier drin für nachher später die entweder Terrassenüberdachung mit den Glas-Glas-Modulen oder für was anderes später vielleicht noch. Für freie Dachflächen, die du noch hast. Freie Dachflächen. Er hat ja noch ein bisschen Kapazität. Er ist ja noch nicht ausgelastet. Ich glaube, er kann 8 Kilowatt Peak aufnehmen. Ne, und ist dann halt von der Abgabe eben her bis auf 5 dann quasi
ne, oder auf den Speicher dann 2,7 hat er, glaube ich, legt er ihn drauf und kann auch wieder runterziehen. Und das reicht uns auch vollkommen aus. Ne? Ja. So, und in Verbindung war natürlich dann auch damals eine Sanierung des Verteilerkastens, weil, wie gesagt, damals war ja 69, 70, waren dann nur einfache Komponenten an der Wand dran geschraubt gewesen. Und der damalige Vorbesitzer hat dann nur einfach einen Bretterverschlag dann rumgebaut und hat dann da seine Schuhe und seine Arbeitsklamotten dann drin gehabt und so. Und das musste natürlich alles weichen, weil mit den Vorschriften und alles, was damit zusammenhängt, musste dann hier ein neuer Verteilerkasten ran. Das hat glücklicherweise damals mein Schwiegervater gemacht, weil der Elektromeister war. Zwar schon in Rente, aber hat das dann quasi zum Materialkostenpreis dann, genau, ja, erstellt. Und da habe ich ihm mal geholfen. Und das hat auch einen Tag gedauert, so in etwa. Ne? Auch mit ein paar kleinen Schwierigkeiten und so weiter. Weil ganz so, wie die Stromleitungen von oben dann kommen und hier dann verdrahtet werden müssen, ganz so einfach ist das dann eben halt doch nicht, wenn man, als wie wenn man ein neues Haus baut, ne? Wo dann halt auch alles getrennt ist, ne? Lichtschalter und Steckdosen sind getrennt. Das sind die Vorschriften. Und das ist hier natürlich nicht so der Fall. Ne? Da sind dann einige Zimmer, die dann eben halt alles zusammengeschlossen sind. Mit vielleicht noch den Flur oder so. Und so haben wir das dann damals gemacht. Ne? So diese alten Flachkabel hattet ihr nicht mehr? Doch sind, sind noch drin, oder? Zum Teil ja. Aber als wir dann damals hier eingezogen sind, haben wir dann, sagen wir mal so, circa 60% der Elektroanlagen dann saniert, neue Kabel gezogen, neue Lichtschalterkombinationen gesetzt und dann viele Zwischenwände damals auch rausgerissen, wo du dann auch automatisch dann neue Kabel dann ziehen musst und verteilen musst. Ne, damals waren dann in den Verteilerkästen dann überall noch richtige Listerklemmen, wo du dann 3-4 Kabel in einen drin hattest. Da haben wir jetzt vernünftige Verbindungszentren draufgesetzt hier. Wie heißen die? Vigo-Verbindung, ne? Da bin ich nicht so vom Fach. Ja. Und, aber wie gesagt, es sind noch Leitungen in den Mauern mit drin geblieben. Und da hat man dann damals eben halt auch diese Flachkabel benutzt. Ja, ne? Genau. So. Die kenne ich auch noch. Ne? Hat auch mein Haus so Wirrwarr, auch überkreuzt, nicht irgendwie links oder rechts. Dann auch an der Decke gesetzt und so. Und da habe ich dann eben halt bewertet, kann ich das so lassen oder nicht. Ja. Ne? So, und dementsprechend habe ich das dann verändert. Was du noch nicht hast, wenn ich es richtig sehe, ist der Überspannungsschutz DC-seitig. Der war 19, glaube ich, noch nicht gefordert, oder? Doch, 19 war er gefordert, das war das Jahr, genau. Ah, da hast du ihn drin, alles klar. Das ist alles hier drin und den, und den von der PV-Anlage, den Überspannungsschutz, das ist ja so ein großer Kasten, wo dann die Erdung drauf ist und dann die Strings, das ist auf dem Dachboden. Das hat er alles nach oben im Dachboden gepackt. Ja. Und die Leitungen selber dann sind durch einen freiliegenden Schornsteinschacht quasi von oben runtergelegt worden. Und da ist auch die, sind auch die Leitungen drin von der Solarthermie. Sind damals schon durch diesen freiliegenden Schacht runtergelegt worden. Ja. Sodass man dann quasi nicht irgendwie nach draußen gehen muss und einen Außenschacht ziehen muss, sondern dass man dann den freiliegenden Schacht dann, das war nur damals ein Lüftungsschacht gewesen, da habe ich dann die sämtlichen Leitungen dann durchgezogen. Und das ist natürlich schön ansehnlich, denn quasi, ne? Alles schön versteckt. Genau. Und es ist funktionabel. Ne? So haben wir es auch, ja. Auch wenn man nur, wenn man keinen hat, aber man wechselt vielleicht von der fossilen auf eine oder von der Verbrennerheizung auf eine elektrische, dann wird der natürlich auch frei. Kann man ihn auch für nutzen. Das ist immer der einfachste Weg, um die Kabel von draußen nach drinnen zu bekommen. Ja. Gut, dann kam ja noch der dritte Sektor bei euch dazu. Ich sehe hier unten den Harvey. Ja. Ihr fahrt auch elektrisch. Ja. Inzwischen. Ja, genau. Also meine Frau. Ja. Ne, ich fahre die Zoe auch sehr, sehr gerne. Und wenn wir mal irgendwo weiter wegfahren möchten, also weiter weg, sage ich mal so im Umkreis von 100 Kilometer, dann bleibt der Verbrenner stehen und dann fahren wir mit der Zoe. Ne? Ja. So, und die PV-Anlage ist von 2019, hat uns netto gekostet ungefähr 12.600 Euro. Okay, ne? Mit Speicher.
Mit Speicher, allen drum und dran. 5 kW Speicher, Kilowattstunden genau. Speicher. Ja, genau. Jetzt hätte ich es auch fast gesagt. Genau, das war 2019. Ja. Und 2020 haben wir dann durch die hohe Förderung dann überlegt, nehmen wir die jetzt mit, kaufen wir uns jetzt ein Elektroauto. Mhm. Wir haben die PV-Anlage. Lohnt sich das oder nicht? Mhm. So, und soweit man die Zahlen kennt, so in etwa Verbrauchszahlen, ja. Produktionszahlen, ne, du bist ja auch ein sehr, sehr großer Freund von Zahlen. Ja, so ein bisschen. Du jonglierst immer so viel. Manchmal ist mir das persönlich zu viel. Also ja, ich kann ich verstehen. Bin mehr so pragmatischer. Ja. Aber letzten Endes kommst du nicht drum rum, du musst einen Taschenrechner ausnehmen. Ja. Ne? Und jeder, mit dem ich mich unterhalte, der dann selber mal wissen möchte, wie ist das denn so, sage ich immer nur, bewertet eure eigene private Situation, mhm. nehmt euch einen Taschenrechner raus mhm. und ihr müsst rechnen. So, mhm. und das haben wir dann halt auch gemacht. Ja. Und da kam dann halt 2020 dann halt die kleine Zoe. Also wir laden mhm. zu 99% hier zu Hause. Mhm. So, und wie du schon gerade sagtest, der Harvey. Genau. Der, da sind die 3 CTs quasi angebunden, die dann nicht irgendwie auf einer Web-Oberfläche von den Kostalwechselrichter gehen, sondern eben halt den Stromfluss in den gesamten Haussystem da praktisch misst. Mhm. Wo kommt der Strom her? Wo geht er hin? Kommt er? Möchte er gehen? Und wie auch immer. Und wenn der Strom dann eingespeist werden soll, dann merkt der Harvey das, schickt das zum Hub hoch und der startet dann eben halt die Zabi-Wallbox. Und das funktioniert auch wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Das Einzige ist mit dem Abschalten, muss man auch passen, ja. weil die Batterie dran hängt. Ja. Und die Batterie würde dann quasi als Eigenstrom mitgezählt und würde dann quasi, wenn vom Dach nichts mehr runterkommt, würde er trotzdem dann die Zoe weiterladen okay. ja. und den Speicher dann leer machen. Mhm. Ne? So, und das ist das Einzige, was dann im Teil seiner Zeit noch nicht so kompatibel ist. Heute ist Kostal da dran. Auch mit einer eigenen Wallbox, ja. das dann eben halt so zu schalten, dass das alles harmonisch aufeinander abgestimmt ist. Mhm, ne? Richtig, ja, mit also, dem Injektor. Und ja. das muss ich dann auch händisch abschalten. Mhm. Ne? Manchmal macht das auch so, mhm. aber frage ich mich, ja. woher nimmt er jetzt die Daten, ja, dass klar. er sie jetzt ausmacht. Ne? Mhm. Also, das ist aber ganz selten. Aber jetzt Butter bei die Fisch, 5 kW am Dach, PV-Überschussladen, das Fenster ist relativ beschränkt, oder? Wie sieht das aus? Du hast eine Südanlage, die macht natürlich ordentlich möchte Leistung, man oder? Denken, ja. ja. Also der Wechselrichter steuert das so intelligent, dass als erstes das Haus abgedeckt wird. Ja. So, als zweites der Speicher genommen wird, mhm. aber aufgrund der Wetterdaten, die er sich herzieht, mhm. weiß natürlich das System, wie viel Strom kommt noch von der Sonne oder wie viel auch nicht. Was ist noch zu erwarten? Ja. Mhm. So, mhm. dementsprechend schaltet er den Speicher aus mhm. und schickt das an die Wallbox. Das so. Kostet halt, glaube ich, ziemlich weit schon, was genau. das angeht. So. Ja. Er regelt dann auch die Leistung auch dementsprechend hoch, mhm. ne, sodass dann eine maximale Leistung von ungefähr 4 dann hört er nachher aus, weil mhm. das Haus verbraucht auch Strom. Ja. Ne? Oder meine Frau schaltet dann auch die Verbraucher dann quasi ein. Geschirrspüler, mhm. Waschmaschine und so weiter. So, auch wettergesteuert. Aufgesteuert. Ja, das macht sie denn schon so. Sehr ne? gut. Und ja. Dementsprechend, wenn der Speicher eben halt noch geladen werden muss, regelt das System das Auto runter bis mhm. Auf die minimale Leistung von 1,2, 1,4. Ja. Und macht dann den Speicher voll, bis dann eben halt zum Abend dann eben halt die Leistung so weit mhm. runter geht vom Dach, dass quasi Strom aus dem Speicher genommen wird. Und mhm. Dann mache ich aber alles aus. Aber an so einem bewölkten Märztag vermute ich mal, wird nicht so viel gehen, oder? Dann brauchst du die, also du kannst es dann auf Überschuss laden, mhm. kannst ihn stellen, aber er würde dann nicht angehen. Ja, so, genau. Weil das Haus dann eben halt alles verbrauchen würde in mhm. dem Fall mhm. oder er sukzessive den Speicher dann auffüllt. Mhm. Also da teste ich dann auch gar nicht nee, großartig. Ne? Ja. Das ist halt der Vorteil, wenn man dann so eine große Anlage wie wir hat, die einfach durch die Fußstrahlung auch so ja. viel Energie schon bringt, dann ja. kann das schon gehen. Wie viele Kilometer im Jahr mit der Zoe ungefähr? Das ist jetzt relativ
viel, also relativ. Vorher haben wir ein komplett anderes Fahrprofil gehabt, da meine Frau in der Nähe arbeitet, ca. 16 Kilometer oder gearbeitet hatte, war das eben halt am Tag nur 32 Kilometer. So, jetzt fährt sie 44 Kilometer eine Strecke, okay, hat sie den Arbeitgeber gewechselt, mhm, und sind dann quasi am Tag dann 90 Kilometer. Und dann hat sich der Fahrprofil natürlich schon drastisch geändert. Mhm. So, nichtsdestotrotz, wir haben damals den kleinen Akku genommen, aufgrund von dem alten Fahrprofil her. Ja. Und das neue Fahrprofil reicht der kleine Akku mit 40 oder 41 brutto Kilowattstunden eben halt auch super aus. Mhm. Ne? Aber es ist eben halt so, dass das Auto jeden Tag geladen werden muss. Ja. Ne? Also, wie du schon sagtest, nicht ganz runterfahren das Auto und nicht ganz aufladen. Also wir halten ihn immer im Spektrum zwischen 15, 20 und 75, 80, ja, 85%. Also in dem Spektrum befindet sich der Akku immer. Mhm. Und dann mache ich die Ladung quasi aus. Ja. Ne? Also es ist ja auch, ja, das Thema netzdienliches Laden. Ne? Und mit diesem Fahrprofil ist es ja auch so, dass du eine noch so große Anlage hättest, wir müssten das Auto trotzdem jeden Tag laden. Ja, klar. Da sie aber morgens um 7:30 losfährt und abends erst um 6 Uhr zu Hause ist, ist das mit Überschussladen und so schwierig. In der Woche geht gar nicht. Mhm. So dass er dann morgens, wenn ich zur Arbeit fahre, ich stehe morgens um 5 Uhr auf und bediene dann schon das Handy und schalte dann die Wallbox an. Ja. Und dadurch wird dann halt morgens der Strom, der dann halt um 5 Uhr noch relativ günstig ist. Mhm. Ne? Das Thema Tipper haben wir noch gar nicht gehabt. Nee. Ja, du scheinst also auch. Den Vertrag habe ich jetzt. Gut, okay. Ne? Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Aber demzufolge, je nachdem, wie die Wetterlage ist es kalt, ist es warm, ja, ja, braucht der Speicher mehr oder weniger an Strom. Und aus der Ferne, denn wenn ich auf der Arbeit bin meistens schon, ja, gucke ich, wie viel sind reingeflossen, wie viel Prozent hat sie, ja, und dann wird sie ausgeschaltet. Ja, bevor wir jetzt nochmal zu deiner Heizung gehen und dann abschließend nochmal deine Pläne für die Zukunft angucken, kannst du ungefähr beziffern, wie bei euch das Energiemanagement so ist? Was erzeugt die Anlage? Wie viel schafft ihr an Autarkie? Was habt ihr noch an Netzbezug? Also in den guten Jahren, jetzt seitdem es die Anlage gibt, haben wir dann ca. 5.500 Kilowattstunden in dem sehr guten Jahr gehabt. Also deutlich über 1.000 Kilowattstunden pro Kilowattpeak, ja. So, und im schlechtesten Jahr war sie im Tempel wirklich auch so, wie die Anlage ausgelegt ist mit 5.100 Kilowattstunden. Da würden wir von träumen. Das war das schlechteste Jahr. Das schlechteste Jahr, sagt er, mit 1.000 Kilowattstunden pro Kilowattpeak. Ja. Ja, und die Autarkie, die schmilzt sich jetzt natürlich durch das Elektroauto sukzessive runter. Ja. Ne? Und vorher hatten wir ohne Elektroauto eine Autarkie von ca. 70-72%. Mhm. So, und über den gesamten Zeitraum jetzt sind wir bei 50 und über das Jahr gesehen sind wir jetzt ungefähr bei 30-35% Autarkie mit Elektroauto. Immer noch. Ja. So, ne? Und aber wie gesagt, das Gesamtkonzept mit Elektroauto, das rechnet sich schon. Ja, ne? Auf also, jeden Fall. Ne? Aber man merkt auch so, eine Erweiterung würde euch auch nicht wehtun. Man merkt ja, also so wie der eine oder andere sagt, PV macht süchtig. Es ist schon so, aber wie gesagt, wir haben diverse andere Projekte am Haus. Baujahr 1970. Na klar. Du musst sanieren hier und da und renovieren und leben möchtest du auch noch ein bisschen. So, ja, einfache Zeiten haben wir auch nicht, so dass man da auch eben halt gucken muss, was ist ökonomisch sinnvoll oder was kommt noch in den nächsten Jahren bei den gesamten Krisen, die es jetzt heutzutage natürlich gibt. Ne? Wir haben nochmal den Raum gewechselt. Wir sind jetzt hier in deinem Heizungskeller und das ist kein Wickeltisch hinter uns, sondern was haben wir hier drin? Das ist das Pelletsilo. Das Pelletsilo. Ne? Das hat ungefähr ein Volumen von 3,5 Tonnen. Ja. Ja, und die verbrauchen wir dann noch, ja, das Jahr gesehen. Ja. Ne? Also ich hoffe, dass das stabil ist und nicht gleich.
Ja, sonst bin ich hier begraben. Das hält schon seit 17 Jahren und da passiert so schnell erstmal nichts. Ja. Ne? Da haben wir Stichwort 17 Jahre, du betreibst seit 17 Jahren die Pelletheizung. Ja. Wir nennen ja auch immer gerne Hersteller, damit die Leute auch ein bisschen was einschätzen können. Was haben wir hier für eine? Das ist ein knapp 15 Kilowatt starker Pelletsofen von der Firma Ökofen. Mhm. Ja, und der hatte damals auch das beste Gesamtkonzept gehabt von allen Anbietern, die ich dann gehabt hatte. Mhm. Und das war, ist ein österreichischer Hersteller. Und ja, man sagt so, das ist der VW dann quasi unter den Herstellern, mhm. der mhm. halt ein solides Konzept hat zum entsprechenden Preis dann auch. Ja, ne? Ja. Zusammen mit einem 820 Liter Warmwasserspeicher. Mhm. Wo die Solarthermie dann halt mit angebunden ist. Ja. Und wenn der Ofen brennt, ist es eben halt so, es dauert halt ein Weilchen, bis so eine Flamme brennt. Und dementsprechend hast du dann halt auch weniger Taktung, sodass, wenn die Energie dann erstmal sich entwickelt, dass die dann auch irgendwo erstmal eingespeichert werden muss, wo sich das gesamte Heizungssystem dann halt die Wärme draus zieht. Ne? Mhm. Mhm. Also wie oft er taktet am Tag, kann ich dir nicht sagen, weil so digital war das damals noch nicht gewesen. Nee, ne? Nein. Du weißt, glaube ich, auch die Wärmemenge kannst du auch nicht genau beziffern. Wir könnten nur rekonstruieren aus dem, was zu Ölzeiten noch war. Also vor der Pelletsheizung hatten wir Ölheizung gehabt, stimmt. Und ohne die Sanierungsmaßnahmen, die wir schon besprochen hatten, mhm. hatten wir ca. 3000 Liter Heizölverbrauch gehabt. Mhm. Ne? Also okay. da die Gardine, die ist immer so an der Fenster entlang wedelt und demnach wusstest du, wo die Energie hingeht. Stichwort undichte Fenster. Ja, ja klar. Und die habt ihr jetzt, den Missstand habt ihr ja behoben. Genau. Ihr habt ja einiges getan, deshalb wird sicherlich der Wärmeverbrauch auch deutlich runtergegangen sein. Sicherlich, ja. Was ja. hast du an Pelletverbrauch? Also wir schweben immer so zwischen 3,5 und 4 Tonnen. Mhm. Ne? Also vor der Krise, vor der Energiekrise, habe ich sie nicht ganz so optimal eingestellt gehabt wohl mhm. und habe dann ein bisschen rumexperimentiert, sodass wir jetzt mit 3,5 Tonnen das zweite Jahr auch mhm. komplett dann über 12 Monate drüber dann weggekommen sind. Mhm. Okay. Vorher waren es so 10 Monate, wo ich dann immer dann neu befüllen lassen musste. Mhm. Und ja, jetzt ist es halt auch, wir haben oben noch einen Kamin stehen, ja. wo wir dann ab und zu mal dann zuheizen und so und, mhm. Und dann kommt das ganz gut hin. Mhm. Gibt ja genug Holz hier in der Region, ne? Es gibt genug Holz in der Region, natürlich. Also wir sind von Wäldern hier umschlossen. Ja. Ja, und da versuche ich dann auch hier das Brennholz vom ortsansässigen Bauern dann quasi dann, zu beziehen. Mhm. Und dann sind das eben halt hier ein paar Kilometer zu fahren. Ne? Mhm. Und ich vermute, hier standen früher die Öltanks? Ja, das war ein kellergeschweißter Heizöltank mhm. mit 5 mm Stahl. War nicht so leicht rauszukriegen, oder? Den habe ich selber rausgeflext und das war ein paar Tage richtige Arbeit. Das glaube ich. Und die Entscheidung damals, Pellet, aus welchen Beweggründen kam die? Hättest du auch wieder Öl machen können? Also ja, wir hätten auch Gas machen können. Mhm. Gas liegt in der Straße, hätte ich nur anschließen lassen brauchen. Mhm. Haben auch viele hier in der Straße gesagt, dann hätte ich diesen Raum hier zur Verfügung gehabt. Ja. Aber ich wollte damals unbedingt weg von fossilen Energiekosten oder Energieträger. Ja. Also, so genau sagen, warum kann ich dir das nicht? Es war eben halt nur der Preis damals entsprechend, weil damals auch 2007 der Heizölpreis schon ziemlich hoch war, bei 1 Euro. Mhm. Und der Pelletspreis war damals pro Tonne schon auf 230, 240 Euro gewesen. Und der hat sich auch bis auf die letzten 2-3 Jahren eben halt auch wirklich so stabil gehalten. Und demzufolge war die Energiekosten 2007 von einem Tag auf den anderen sofort halbiert. Jetzt kommt das Stichwort, jetzt wollen wir über Zukunftspläne reden. Ich gucke mir das an und habe natürlich auch gleich Ideen aus meiner Sicht heraus. Ja, na klar. Die Pelletheizung ist jetzt 17 Jahre alt, noch 3 Jahre. Dann kommst du in den Bereich, wo du den Geschwindigkeitsbonus für eine Wärmepumpe bekommen könntest. Mhm. Das hieße 55% Förderung für eine Wärmepumpe. Das heißt, du willst ja die Photovoltaik wahrscheinlich noch erweitern. Ja. Die Solarthermie ist dann auch ins Alter gekommen. Ich will dann überlegen, brauche ich die noch? Lohnt sich die noch? Oder lege ich vielleicht da auch noch Photovoltaik hin mit einer Wärmepumpe? Ein E-Auto kommt auch noch, hattest du ja gesagt. Ja. Das wäre jetzt so meine Idee. Das Haus ist zwar Baujahr 69, aber du hast den Verbrauch deutlich reduziert an Wärme. Ja. Wie sind denn deine Gedanken? Das wären jetzt so spontan meine Gedanken.
Also, da wir unsere Dinge, die wir uns zulegen, relativ lange brauchen, was den Nachhaltigkeitsgedanken natürlich auch vorantreibt, ist das so, dass wir dann von Jahr zu Jahr immer wieder neu bewerten müssen, was macht die Heizung für Mucken, wie ist es mit Richtung Feinstaub, wie verändern sich dort die Gesetzeslage und so weiter, müssen wir einen Filter reinbauen. Ist sie noch ökologisch, ökonomisch noch sinnvoll und demzufolge, da sie solide läuft über die Jahre hinweg und ich nur kleinere Reparaturmaßnahmen eben halt machen lassen musste, würde ich das von Jahr zu Jahr immer wieder neu bewerten, wie sich die Gesetzeslage verändert, wie sich die Rohstoffpreise verändern und solange wie sie läuft. Läuft sie. Das sowieso, ja. So, Das ist ne? unbestritten, ja. Genau, so. Man sagt natürlich auch, dass der Aufwand, des Pflegeaufwandes bei einer Pelletsheizung auch relativ hoch ist. Dadurch, dass das hier aber ein Wohnkeller ist, ist es so, dass du in der Woche einmal hier reinguckst. So, und ich habe jetzt noch mal recherchiert, wie oft muss ich die denn reinigen, beziehungsweise die Aschekasten im Teil entleeren. Das sind im Jahr genau 5-mal. Inklusive Hauptreinigung der Anlage. Also das heißt, du hast 3 Tonnen Ja. und musst 4-mal im Jahr die Aschelade leeren. So wenig Asche kommt da letzten Endes bei raus. Ne? Also so effizient Ja. verbrennt sie auch die Pellets. Ne? Ja. So, und wir sind davon auch immer noch überzeugt. Und in der Richtung hin, was du jetzt sagtest, machen wir uns auch keine Gedanken. Armin hat jetzt sehr politisch geantwortet. Er hält sich alle Option offen. Ist ja auch richtig so. Ne? Ja. Das waren halt gleich meine ersten Gedanken, weil ja viel immer gesagt wird, Baujahr 70, da geht nichts mit Wärmepumpe und so. Aber du hast das Haus eigentlich auf den Stand gebracht, dass etwas gehen würde. Du hast das schöne Süddach, du hast halt alle Optionen. Deshalb, aber du hast natürlich vollkommen recht, solange sie läuft. Wobei, wenn man das Heizsystem tauscht, sollte man es nicht im Winter machen. Wenn wirklich die Heizung sagt, ich will nicht Nein. mehr. Man muss schon Anzeichen erkennen, wie bei unserer Gastherme. Ja. Da passiert diesen Winter vielleicht was Größeres, Ja. weil dann so ein Tausch zu einer Wärmepumpe, der will einfach längerfristig geplant sein. Ja, Ja. also das ist damals auch im Sommer gemacht worden. Ja. Ja, und dann haben wir so einen Kanister dann uns besorgt, wo ich dann die Leitung abgekappt habe und in den Kanister rein, damit die Ölheizung weiterlaufen kann Ja. für warm Wasser im Sommer. Ne, die Heizung selber läuft ja nicht im Sommer. So, und so würde man das dann später auch machen. Und die Recherche im Tal hat damals hier für die Entscheidung dieser Anlage auch 4 Monate gedauert. Ja, und da muss man sich den richtigen Partner raussuchen. Ja, das Das ist ist das A und richtig. Da O. braucht man ein gutes Gefühl. Ne? Nicht unbedingt das billigste Angebot nehmen, sondern das Konzept muss stimmen. So, Ja. und damals konnten wir hier auch einige Eigenleistungen machen. Ja. Ja, die Solarkollektoren haben wir selber aufs Dach gebracht im Zuge der Dachsanierung. Und das hat eben halt auch so Ja. den einen oder anderen Euro dann damals auch gespart. Ne? Ja, richtig. So, und das kann ich auch jedem empfehlen. Jeder, der Gedanken sich macht, auch in der heutigen schwierigen Zeiten, und er hat noch eine Gas- oder eine Ölheizung, was mache ich? Dem rate ich immer und immer wieder, holt euch einen Taschenrechner raus, holt euch die passenden Daten, den richtigen Partner dazu, sodass dann quasi auch ein richtiges Konzept dann erstellt wird, sodass man dann erstmal CO2 einspart, Kosten einspart und für die Zukunft eben halt auch safe ist. Ne? Ja, beides geht oft heute ineinander, miteinander. Deshalb sehr Ja. schönes Schlusswort von dir, Ja, Armin. sehr Dankeschön, dass du gerne. uns dein Schön, dass ihr da wart. Energiekonzept vorgestellt hast. Ja. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen da, abonniert den Kanal, drückt die Glocke. Genau. Bei Instagram sind wir vertreten und jetzt nochmal der Hinweis: Wenn ihr auch euer Energiekonzept vorstellen wollt oder nur eure PV, wir machen beides, dann schreibt uns an, info@gewaltignachhaltig.de. Wir schicken einen Fragebogen. Armin erinnert sich noch ganz dunkel damals, als wir das gemacht haben. Und dann gucken wir, dass ihr in unsere Tour mit reinpasst und dann machen wir einen Termin mit euch, kommen mit den Kameras, stellen alles auf, drehen schöne Videos mit euch. Ganz unkompliziert, oder? Ja, hat viel Spaß gemacht. Sehr Vielen schön. Dank für euch beide. Ja, Und perfekt. dann, vielleicht sieht man sie nochmal. Und ich sage Ciao. tschüss, bis zum nächsten Mal. Jo.